Ich möchte euch herzlich begrüßen zu diesem Vortrag zum Thema Frühlingsdetox mit Ayurveda. Ich habe gerade mal eine erste Frage. Wer hat heute schon gedetoxed von euch? Sie? Okay. Sonst niemand? Ja? Das ist die spannende Frage. Gut, also ich sehe, einige haben noch nicht gedetoxed heute. Dann würde ich sagen, machen wir zum Eingang, atmen wir alle mal dreimal tief ein und singen dann ein langes Om. Ist das möglich? Gut, machen wir mal. Entspannt euch. Übrigens noch bevor, wenn es um Entspannung geht, bevor ihr euch anspannt, ihr kriegt alles schriftlich hier. Ihr müsst nicht schreiben. Entspannt euch für diese 60 Minuten und dann ist das eigentlich viel mehr wert, als wenn ihr euch da die Hirnzellen zermürbt mit Aufschreiben, während ich spreche. Gut, also machen wir mal die Augen kurz zu. Dann atmen wir mal alle, und zwar alle, jeder für sich dreimal tief ein. Und dann singt ihr einfach ein schönes, langes Om. Jeder für sich. Wunderbar. Also, der Vortrag ist jetzt zu Ende. Ihr habt jetzt alles über Detox erfahren, was ihr wissen müsst. Ich glaube, ja, das war's dann. Oder seid ihr da nicht einverstanden? Nicht so ganz, okay. Gut, dann werden wir mal weiterschauen. Das Thema Detox ist ja gerade in der westlichen Hemisphäre ein Riesenthema. Jeder Mann, jede Frau spricht darüber. Auch die Industrie ist natürlich sehr daran interessiert, dieses Thema noch zusätzlich etwas anzuheizen, weil dann kann man dann wunderbare Kräuter und Pülverchen verkaufen, was ja auch okay ist. Aber ich glaube, wichtig ist auch zu verstehen, dass wir als Menschen dieses Bedürfnis haben, über das zu sprechen, weil wir da gewisse Dinge mit dem in Verbindung bringen. Aber es ist auch wichtig zu verstehen, dass wir per se als Mensch, als Wesen, als Organismus permanent am Detoxen sind. Weil wenn das nicht der Fall wäre, dann wären wir schon alle tot umgefallen. Also über die Atmung, einatmen, ausatmen, O2 rein, CO2 raus, Leber, Niere, das ist ein permanenter Detox. Und im Prinzip geht es vor allem darum, diesen Prozess, wenn möglich, zu gewissen Zeiten vielleicht etwas vermehrt zu unterstützen. Gut, und wir werden mal reingucken, was Ayurveda dazu sagt oder wie Ayurveda oder die ayurvedische Medizin das schon vor 2500 Jahren formuliert hat. Ich bin des Sanskrits leider nicht mächtig. Möchte euch aber trotzdem diesen Ausschnitt zeigen aus der Charaka Samhita. Das ist einer der Standardwerke, die man hinzuzieht, wenn man ayurvedische Medizin studiert. Wir haben die natürlich immer in englischer Übersetzung, weil die meisten von uns Europäer sind nicht in der Lage, einen medizinischen Text in Sanskrit zu lesen, geschweige denn wirklich zu verstehen. Es gibt ein paar wenige, aber es sind wirklich wenige. Aber ich will nur damit zeigen, das ist schon ein altes Thema, man hat sich schon früher mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ich wollte das jetzt noch kurz in Deutsch rüberbringen, ich lese euch das jetzt mal vor. Ihr müsst euch, wie gesagt, nichts merken, weil ich habe euch das dann auch aufbereitet. Der Text sagt eigentlich klar Folgendes. Im Frühjahr wird das angesammelte Kapha, was das ist, schauen wir nachher noch an, durch die Wärme der Sonne verflüssigt.
und stört so die Verdauungskraft und verursacht viele Krankheiten. Also sollte man 11 Therapien durchführen. Ich habe das versucht 1:1 zu übersetzen. Es ist grammatikalisch nicht ganz richtig, weil ich habe einfach das Sanskrit ins Deutsche umgewandelt. Dann redet man über diese 11 Therapien. Eine davon ist zum Beispiel therapeutisches Erbrechen. Und dann geht man weiter und sagt, was man vermeiden sollte. Und vor allem da hinsichtlich der Nahrungsaufnahme, also der Diät. Und da geht es in Richtung schwere fettige und saure und süße Diäten. Die sollte man zu dieser Zeit möglichst meiden. Dann, man sollte auch tagsüber nicht schlafen. Das ist auch wichtig, wir werden das nachher noch anschauen. Der nächste Punkt wäre, mit Beginn des Frühlings sollte man sich gewöhnlich auf Übungen, Salbungen, Rauchen, Gurgeln und Kollyrium stützen. Was das bedeutet, schauen wir auch noch an. Nächster Punkt wäre, die Körperöffnungen regelmäßig mit lauwarmem Wasser waschen. Dann empfiehlt die Charakasamhita, dass man sich mit Chandana oder eben Sandelholz bestreichen sollte. Und dann gibt sie nochmal klare Anweisungen, was für Typ von Nahrung eingenommen werden sollte. Hier Gerste, Weizen, dann Sharapa-Fleisch, das ist vom Wapiti, den haben wir hier nicht, wir haben andere Hirsche. Sascha Kaninchen, Ende Antilope, Lava Wachtel und Kampinchala, das Rebhuhn. Und der letzte Punkt, ich habe das wie gesagt 1:1 übersetzt, darum steht hier nur Frau, aber den könnte man dann auch umbauen. Man sollte auch die Blüten der Frau oder des Mannes und des Gartens genießen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, wir werden den noch ausgiebig besprechen heute. Gut, jetzt könnten Sie mir mal kurz sagen, wer schon was von Ayurveda gehört hat oder zumindest so eine Ahnung über das Grundkonzept von Ayurveda hat. Dass ich das so ein bisschen, aha, schon einige, gut. Okay, gibt es schon welche, die sich therapieren lassen haben oder in Panchakarma-Kuren waren? Gibt es auch schon ein paar? Gut, wunderbar. Also, ich kann Ihnen hier natürlich nicht eine ausführliche Beschreibung der ayurvedischen Medizin geben, das würde in einer Stunde nicht reinpassen, denn mein Anliegen ist auch, dass wir schlussendlich miteinander diskutieren, weil hier zu dozieren, das ist etwas trocken. Ich hätte gerne dann ein paar Feedbacks von Ihnen hinsichtlich der Dinge, die ich hier gesagt habe und was Sie verstanden haben. Ich möchte auch, dass wir vielleicht ein bisschen in einen Erfahrungsaustausch gehen, dass auch andere Menschen, die hier sitzen, vielleicht von Ihnen profitieren können oder dass wir Fragen, die da sind, besprechen können, sodass das ein bisschen juicy wird, das Ganze. Gut, aber wir schauen trotzdem kurz mal in die Arbeitshypothese der ayurvedischen Medizin rein. Wir haben ja vorhin gehört, dass dieses Kapha offensichtlich durch die Sonne da geschmolzen wird und Verdauungsprobleme schafft. Wenn wir jetzt das so hören, dann ist das ja ein bisschen schwierig zu verstehen. Erstens verstehen wir meistens nicht, was Kapha eigentlich heißt oder dann bedeutet, auch in Bezug auf unseren Organismus. Und somit ist es gut, wenn wir das auch mal ein bisschen dann in deutschen Ausführung oder in unserem Sprachgebrauch angewandten Wörtern umsetzen. Aber grundsätzlich kann man ja einfach sagen, Kapha ist eine dieser drei Doshas oder anders gesagt, dieser drei Komponenten, die das Leben ausmachen. Doshas haben zwei Bedeutungen, oder das Wort Dosha hat zwei Bedeutungen. Es kann einerseits das sein, was uns krank macht, wenn es im Übermaß da ist oder in einer gewissen aus der Balance getretenen Form. Oder
es kann eben auch so gesehen werden als ein grundlegender Pfeiler unserer Genetik. Oder man könnte auch sagen, mit der Dosha-Lehre könnten wir modern gesprochen unsere Genetik beschreiben, unsere Konstitution. Also das, was wir mitbekommen haben von Vater und Mutter, was nicht veränderlich ist. Also Sie können Ihr Erbgut auch nicht, ja doch, heute kann man einigermaßen schon in die Richtung was tun. Man kann Erbgut verändern, aber grundsätzlich ist das gegeben. Es gibt dann noch die dritte Komponente, wo man eben dieses Dosha, wie ich vorhin gesagt habe, das vielleicht aus der Balance getreten ist, wieder in die Balance zurückbringen kann. Und somit ist es auch da dann beeinflussbar. Das ist dann über den Lebensstil, über die Ernährung, über verschiedene Dinge. Aber wenn wir das Dreigestirn hier so anschauen, dann sehen wir Struktur, aufbauendes Element. Wir sehen die Kinetik, also das Bewegende, aber gegensätzlich zur Struktur im Kapha abbauende Element im Vata. Und dann noch das Umsetzende, transformierende Element im Pitta. Jetzt, wenn Sie das so sehen, was würden Sie sagen, einfach so aus dem Gefühl raus, wenn Sie auch die Attribute hier kurz durchlesen, welches Element, welches Dosha gehört zu welchen Jahreszeiten, so grob? Was würden Sie raten oder was würden Sie sagen? Reden Sie einfach. Gut, haben Sie das alle gehört? Nein. Okay. Soll ich es nochmal sagen? Oder wollen Sie es nochmal? Gut, okay. Warum ist das so? Macht Ihnen das, gibt das, ergibt das für Sie irgendwie einen Sinn? Sehen Sie die Logik hinter dem, was die Dame gesagt hat? Weil es ist richtig, was sie sagt. Ah, Sie haben sich verstanden? Okay, ah, nochmal. Also, sie hat gesagt, Vata, also dieser Bereich, würde dem Herbst, Winter zugesprochen werden, Kapha dem Frühling und Pitta dem Sommer. So grob. Es gibt dann noch kleine Unterteilungen, aber das ist so grob. Also, ergibt es für Sie einen Sinn? Können Sie da was rausnehmen? Und weswegen? Ich möchte das mal hören, weil finde ich noch wichtig, dass man auch versteht, warum man das versteht. Haben Sie da eine Idee? Kann mir da jemand weiterhelfen? Also Pitta ist ja ganz klar. Pitta ist ganz klar, ja, warum ist das so ganz klar? Im Sommer ist es schön heiß. Aha, gut. Ja. Und ölig, vielleicht, weil sich die Leute viel mit Öl einschmieren. So. Ja. Also die Hitze, ha, kommt da ganz klar zum Tragen. Einige von Ihnen kennen das vielleicht auch, wenn wir jetzt das Vata nehmen, der Winter. Vor allem, wenn wir die Attribute anschauen, kalt, trocken, leicht, beweglich, klar und rau. Einige von Ihnen werden sicherlich Erfahrungen vor allem mit dem gemacht haben, natürlich, aber auch mit der Trockenheit und der Rauheit. Beispielsweise die Haut, nicht? Die reagiert ja oft im Winter, nicht nur weil es kalt ist, da passiert das auch, und Wind da ist, aber auch weil es dann in der Wohnung warm und trocken ist und draußen wieder kalt, dass wir raue Hände bekommen, dass wir je nachdem auch eher zu Schuppungen neigen etc. Und wenn wir eben das Kapha angucken, schwer, feucht, ölig, süß, weich und kalt, dann können wir uns ja auch, gerade wenn wir die Erde noch mit reinnehmen als Bild, dann können wir uns ja schön vorstellen, was eigentlich im Frühling passiert, nicht? Können wir die Äcker bestellen, es ist alles bereit zu wachsen. Es ist die Energie da nach einem Winter,
der eher so ein bisschen zusammenziehend, so ein bisschen natürlicher Rückzug, vielleicht eine kleine Depression sogar mit sich bringt. Jetzt wird es wärmer und das ist ja eben auch beschrieben worden, nicht? Das Kapha kommt, das wird, die Sonne ist da, die Wärme ist da, es wird flüssig gemacht, es kommt alles wieder ins Fließen, was der Winter nicht so mit sich bringt. Also, wie Sie sehen, einfach gesagt, Ayurveda ist eigentlich sehr eine sehr bildliche Form, wie man leben, bis hin dann eben auch in die Medizin, das, was wir so als Menschen oder als Lebewesen hier erleben auf diesem Planeten, beschreiben könnte. Gut, also jetzt Punkt 1, alles soll fließen. Wenn wir diese Elemente, die wir vorhin im Gesamttext gesehen haben, nochmal rausnehmen, dann ist es eben wirklich ganz wichtig zu verstehen, dass der Frühling uns in diesen Fluss versetzt. Nicht nur physisch, aber auch psychisch. Viele Menschen spüren ja, wenn jetzt die Sonne wieder kommt und ein bisschen höher steht, dass wenn man da nur eine Viertelstunde mal am Mittag rausgeht, dass das halt schon etwas anderes ist als im Dezember, wenn es eher ein bisschen mühselig wird mit diesen langen Nächten und kurzen Tagen und der Kälte und all dem. Es zeigt hier auch auf, dass es aber auch ein Thema ist, oder dass wir von Fließen sprechen, weil irgendetwas aufgrund dieser Idee ein bisschen stocken geraten ist. Und wenn wir mal so gucken, wie wir uns heute ernähren beispielsweise, oder insgesamt so den Überfluss gerade über die Wintermonate anschauen, der ist ja nicht ganz ohne, nicht, was wir da alles in uns reinstopfen, dass es uns einigermaßen gut geht, nicht? Die ganzen Kekse und das schöne Essen und all die Dinge. Und, nicht? Wir überladen den Körper teilweise massiv. Wir Schweizer sind da recht gut, finde ich, auch wenn man so die traditionellen Speisen nimmt, wie Fondue und Raclette etc. Und das sind ja, wenn man die Attribute nochmal anschaut von Kapha, das sind ja eigentlich schwere, ölige, teilweise süße Speisen, und die brauchen etwas Transformierendes. Weil sonst sind die einfach da und bewegen sich nicht groß und machen uns schwer und ein bisschen träge. Und einige von Ihnen kennen es vielleicht, diese Frühlingsmüdigkeit, die man sagt, gäbe es. Ich weiß nicht, ob man das jetzt wirklich so sagen kann, aber einige von uns fühlen uns manchmal ein bisschen träge, so in diesen Frühlingsmonaten. Und das hat auch teilweise damit sicherlich zu tun, dass wir so immer noch mit einem Fuß ein bisschen in dieser winterlichen Lethargie drin sind, in dieser überlastenden Situation, auch für unseren Körper, nicht nur für unseren Geist. Und dass jetzt eben die Sonne anfängt, diese Lebensgeister zu wecken, aber auch den Metabolismus etwas mehr antreibt. Und jetzt sagt Ayurveda dann halt, ja gut, wenn das so ist, dann müssen wir schauen, dass die Verdauungskraft auch stärker wird, weil wir müssen eigentlich das, was da freigemacht wird, das muss irgendwie raus. Das ist die Grundidee. Und eines der wichtigsten Therapieverfahren in diesem Fall jetzt auf Kapha oder das Erdelement bezogen ist das therapeutische Erbrechen. Weil laut Ayurveda ist der Hauptsitz von Kapha im Magen. Und wenn der so ein bisschen träge wird, die Verdauung ein bisschen langsam ist und alles ein bisschen verschleimt ist, oftmals kriegen wir auch im Frühling, was kriegen wir im Frühling für Krankheiten? Schnuppe, Heuschnuppe, was kriegen wir sonst noch so? Manchmal saumäßig hartnäckig. Also Bronchitiden, ganz ekliges Zeug, was da unten hockt. Es ist zwar dann schon ein bisschen warm draußen, aber irgendwie kriegen wir das nicht los.
Und das ist eigentlich so ein bisschen die Thematik da. Wir müssen schauen, dass wir das Kaffee, das eben eher träge ist, verflüssigen und dass wir es nachher rausbringen. Und das ist, man muss sehen, das ist eine alte Form von Erklärung. Vor 2500 Jahren hat man medizinisch gesehen vieles nicht verstanden, wie wir es heute verstehen. Aber wir haben trotzdem schon sehr klare Hinweise bekommen, wie wir uns gesund halten. Und ich glaube, es kann jeder nachvollziehen, der zum Beispiel mit so Nebenhöhlengeschichten zu tun hat, eben Bronchitiden, auch allergische Reaktionen, dass es wichtig ist, dass das rausgeht. Und da macht der Körper ja per se schon ziemlich viel. Aber in gewissen Momenten ist es sinnvoll, wenn wir das unterstützen. Gut. Ist das für Sie so griffig oder nicht so richtig? Schon, ne? Gut. Alles klar. Also. Jetzt. Eigentlich ist das Ganze nicht so wahnsinnig schwierig. Eigentlich. Denn wenn ich von was zu viel habe, was ich nicht richtig damit umgehen kann, was tue ich dann meistens? Ich versuche, etwas loszuwerden, zu reduzieren. Und das ist eigentlich nebst der Ausleitung eines der Hauptthemen auch im Ayurveda. Weniger, weil eben der Körper damit beschäftigt ist, nicht weil sie es initiiert haben, sondern weil der Körper das einfach macht. Weil sie sind ja in einem Gesamtkontext mit Jahreszeiten, mit Tageszeiten etc. Und der Körper wird nur schon durch die längeren Tage, also durch mehr Licht dazu animiert und auch mehr Bewegung, metabolisch gesehen gewisse Dinge ein bisschen mehr in Schwung zu bringen. Also eigentlich müssen wir gar nicht so viel machen, aber wir müssen dem Körper die Möglichkeit geben, seine Arbeit richtig zu machen. Und da sind wir Weltmeister im Behindern. Es gibt gerade eine interessante Untersuchung in Afrika, also in diesen Zonen nahe der Sahara, wo man mal schaut, was die Leute dort essen. Man weiß, teilweise sind die sehr stark unterernährt, aber was sie essen, abgesehen von der Menge, was sie essen, ist dem Körper viel zuträglicher, als was wir hier im Westen machen. Und da können wir vielleicht dann später noch zurückkommen. Aber eben, also klar, in diesem alten Text steht schon, man sollte reduzieren, und zwar schwere, fettige, saure und süße Diäten. Ist ganz klar definiert. Und ich glaube, Sie können das nachvollziehen, wenn Sie, jetzt gehen wir mal kurz in einen christlichen Kontext über, fasten. Was machen wir da? Nichts anderes als das. Das haben wir auch schon erfunden. Es waren nicht die Inder, die das herausgefunden haben. Wir haben das auch schon verstanden, irgendwie mal, vor 2000 Jahren. Das sind wichtige Entlastungsmomente, die uns helfen können, gerade zum Beispiel auch, wenn wir allergisch disponiert sind, wenn wir Heuschnupfen haben, solche Dinge, wenn wir auch vielleicht mental eher ein bisschen träge sind, ein bisschen schwer unterwegs, dann sind Entlastungsdiäten, Diäten ist ein bisschen ein schwieriges Wort, ist Entlastung wichtig. Die Frage ist aber immer, und das ist bei Ayurveda zentral, ist, wer soll wie? Weil es gibt Menschen, die vertragen eine gewisse Art von Fasten sehr schlecht, andere wiederum, denen tut das richtig gut. Und das ist im Ayurveda eigentlich sehr gut beschrieben, wie man das umsetzen soll. Faulenzen ist nicht beschrieben, es ist eigentlich das Gegenteil. Gerade im Frühling neigt man manchmal auch dazu, so ein bisschen auch vielleicht ein Nickerchen zu machen, und dann wird es ein bisschen länger, oder auch schon mal einen Tag hineinzuschlafen. Es ist im Ayurveda klar beschrieben, dass man von diesen Sachen lassen soll, weil wir brauchen Bewegung im gesunden Maß, um den Körper
in dieser Entgiftungsphase zu unterstützen. Und wenn wir da zum Beispiel zu lange in den Tag hineinschlafen oder am Mittag anderthalb Stunden aufs Sofa legen, dann ist das nicht förderlich für diesen Prozess. Gut. Nicht zu sagen natürlich, dass gewisse Menschen, die sich eher erschöpft fühlen, sicherlich auch mal mittags 30 Minuten einen Powernap machen, aber nicht anderthalb Stunden schlafen gehen. Ja, jetzt sind wir eben beim Thema Bewegung. Das ist eigentlich neben der Reduktion vielleicht das Wichtigste. Auch hier wieder klar gesagt, mit dem Beginn des Frühlings sollte man sich gewöhnlich auf Körperübungen, lassen wir das andere mal weg, stützen. Und Körperübungen, da kann man Yoga machen, da kann man spazieren gehen. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist aber, dass die Bewegung da ist. Und gerade in unserer Gesellschaft, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen mindestens 5 Stunden am Tag auf einem Sessel hocken, vor einem Computer oder vor sonst irgendwas. Wie viele sind das bei Ihnen? Ja, okay, also sehen Sie. Da ist es erst richtig relevant, dieses Thema. Bei den anderen, die vielleicht etwas mehr in Bewegung sind, etwas weniger. Aber es ist sicherlich ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass wir uns bewegen. Und ich kann Ihnen nur raten, gerade auch bei denjenigen, die beispielsweise jetzt, das gibt es oft so in dieser Frühlingsübergangszeit, zum Beispiel mit Rückenbeschwerden zu kämpfen haben, Gelenke sind ein bisschen rostig, machen Probleme oder Schmerzen, nehmen Sie sich einfach ein bisschen Zeit für diese Sache. Befassen Sie sich mit diesem Körper, bringen Sie in Bewegung, dehnen Sie, kräftigen Sie, aber machen Sie etwas. Ist auch, das wissen Sie sicherlich alle, auch für die Psyche unheimlich wichtig. Gut, ja, jetzt Salbungen. Also, wie gesagt, ich habe es übersetzt, einfach 1:1. Normalerweise in einem einigermaßen gesunden Kontext salben wir die Leute im Westen nicht. Die salben wir erst, wenn sie nicht mehr sind. Aber die Salbung ist natürlich, klar, das ist das Einölen jetzt bei uns zum Beispiel gemeint, kann man sehr gut machen selber, bei einer Morgenroutine beispielsweise. Dann gibt es Möglichkeiten, eben sich mal auch eine schöne Behandlung zu gönnen bei einem Therapeuten oder einer Therapeutin. Und da ist es immer wichtig, dass man entsprechende Öle auch nimmt. Auch gibt es gewisse Typen, denen tut es besser, wenn man zum Öl dazu noch etwas gibt, was etwas rauer ist, beispielsweise ein Kichererbsenmehl oder ein ähnliches Getreide, was einfach die Haut noch ein bisschen stimuliert. Das kommt dann ein bisschen auf den Typ drauf an. Das Rauchen ist natürlich nicht, ich will Sie jetzt nicht dazu animieren, sich eine Zigarette anzustecken, aber wir müssen das auch wieder in dem Gesamtkontext von Kaffee sehen. Rauchen ist trocknend, austrocknend in dem Sinne. Und das wollen wir ein bisschen fördern in dieser ganzen Thematik hier. Und darum gab es, man macht das heute nur noch sehr selten, gab es therapeutisches Rauchen. Man hat dann so Kräuterzigaretten gemacht und hat die dann dort auch eben angewandt. Aber eben, lassen Sie von dem, da müssen Sie wirklich wissen, was Sie tun. Nicht einfach irgendein Kraut anstecken und dann das Gefühl haben, es geht. nicht so empfehlenswert. Gurgeln wiederum, das können Sie gut machen. Oder bei uns auch Öl ziehen. Das ist auch etwas, was sehr empfehlenswert ist in dieser Form. Und das Kolyrium, das würde ich Ihnen beschränkt empfehlen. Den Männern eher weniger wie den Frauen. Wir sagen den Kajal, kennen Sie ja, den Kajal in der Schweiz. Es ist eigentlich ein Kohlestift, den man genommen hat. Und dadurch hat man eine leichte Reizung erzeugt am Augenrand und dadurch gibt es Tränen. Und die Tränen, die bringen eigentlich alles raus, was nicht da drin sein soll.
Gut. Ist auch nur bedingt jetzt bei uns einsetzbar. Aber die das vielleicht schön finden, sollen das mal ausprobieren. Jetzt der Frühlingsputz, nicht? Den kennen wir alle. Die Körperöffnungen sollten regelmäßig mit lauwarmem Wasser gewaschen werden. Ist sehr weit gefasst. Kann man jetzt Verschiedenes darunter verstehen. Da könnte man sagen, ja, ein Einlauf wäre beispielsweise etwas, würde ich unterstützen. Muss man aber auch wissen, was man tut, gerade wenn man dann noch therapeutisch arbeitet mit entsprechenden Substanzen. Aber das ist eine Variante, mit Einläufen zu arbeiten. Natürlich auch viel einfacher kann man sich die Nasenöffnung oder die Nase reinigen. Da gibt es verschiedene Varianten. Die einen machen das ganz einfach, indem sie ein bisschen Wasser hochziehen. Die anderen nehmen Salzspray dafür. Die dritten haben ein schönes Kännchen, wo sie dann das Wasser auch durch die Nase rinnen lassen. Wichtig ist eigentlich einfach, und das sehen wir auch, der Frühling ist so beladen, und das wissen gerade die, die Heuschnupfen haben und Heufieber haben, Hayfieber haben, dass es halt eben wichtig ist, dass wir auch schauen, dass diese Öffnungen gereinigt werden, dass da nicht zu viel Reiz entsteht. Das Gleiche machen wir mit den Augen, also Augenwaschungen, Gesichtswaschungen, so. Ja, das wäre dann mal der Frühlingsputz in diesem Sinne. Jetzt, was auch wichtig ist, ist eigentlich, wenn Sie sich mal vorstellen, der Frühling. Von der Symbolik her, in den meisten Kulturen geht es ja auch um Reproduktion, es geht um sich wieder öffnen, Partnersuche, dieses Frühlingsgefühl, das wir oftmals beschreiben, wenn der Frühling eben da ist, dass man wieder mehr Kontakte pflegt, wieder mehr Interesse hat, vielleicht auch fürs andere Geschlecht. Und da ist eben dann auch wichtig, und da weist dieser Text darauf hin oder dieser Absatz, man sollte seinen Körper mit Sandelholz einstreichen, dass man sich auch wieder vielleicht ein bisschen mehr Mühe gibt, sich zu pflegen, sich schön zu machen, auch sich mit feinen Düften, die Sandelholz mögen, einzureiben, um einfach so dieses Frühlingsgefühl auch nach außen hin leben zu können. Würde ich Ihnen unbedingt raten, ist wirklich schön. Ich finde, gerade in dieser Zeit kann man gut rausgehen, es sind wieder neue Düfte da. Sei es, dass man durch den Wald spaziert und wieder ganz was anderes wahrnimmt als im Winter, wo der Duftpegel eher tief ist. Jetzt kommt die Sonne rein, jetzt kommt das Modrige vom Wald wieder ein bisschen höher auf. Und es ist einfach, es ist viel da. Dann hat man hier und da wieder eine Blume, die man vielleicht auch riechen mag. Und so geht es hier eigentlich auf ein Vorbereiten, auf ein Öffnen für das, was dann auch später kommt, nämlich der Sommer. Ja. Der Aufbau ist natürlich auch wichtig, und zwar der richtige Aufbau eben. Wir haben ja nicht das Problem, wie ich schon vorhin erwähnte, dass wir zu wenig haben bei uns in unserer Kultur. In der Regel haben wir eben eher zu viel. Aber es ist gerade im Hinblick auf, sagen wir, Erkrankungen, die auch darauf bauen oder aufgebaut sind, dass es eben, dass eben zu viel da ist, wichtig, dass wir in dieser Zeit die richtige Nahrung zu uns nehmen. Und wenn wir diese Hinweise hier deuten, dann sehen wir zum Beispiel die Gerste. Die Gerste wird sehr gern gegeben im Frühling, weil die Gerste hat etwas Nährendes, das wissen wir alle, aber sie hat auch etwas leicht Trocknendes. Und somit unterstützt sie diesen Prozess eigentlich. Es ist dann nicht das ganz Süße, was uns so richtig satt macht, sondern es ist dieses Trocknende, was dem Verflüssigenden etwas Hilfe leistet,
um es zu binden, um es nachher wieder rauszubringen. Das Gleiche, wenn wir jetzt hier schauen mit dem Fleisch, da haben wir Wildfleisch, könnten wir hier eigentlich auch genießen, das einen wichtigen Stellenwert hat. Es ist nicht das Fleisch von Zuchttieren, die richtig gemästet sind, die auch viel Fettablagerungen haben, sondern man sucht eher etwas, was etwas fettarmer ist, etwas stärker muskelfaseriges als eben das, was man gerne im Winter isst. Dann auch Wachtel und Rebhuhn, aber bei uns können sie auch ein Huhn natürlich essen. Ich würde einfach sagen, generell im Frühling ist es wichtig, das ist hier jetzt ein bisschen weniger beschrieben in diesem Text, dass wir halt einfach schauen, dass wir wieder die Sachen, die jetzt zum Tragen kommen, in der Natur einsetzen, auch von den Gemüsen her. Jetzt sind dann diese Löwenzahngewächse, die kommen, die kann man sehr gut brauchen. Es gibt dann bald wieder Sauerampfer und Spinat und all das, was jetzt so langsam anfängt zu sprießen, was vor allem eben auch eins hat, Bitterstoffe, das kennen Sie sicher alle. Und die Bitterstoffe, die helfen uns wahnsinnig gut, uns zu regenerieren, vor allem was die Leber angeht. Und was auch ist, in der Regel isst man von diesen Sachen nicht so viel. Nicht? Die ganz süßen Sachen, die wir auch gerne haben, oder auch das ganz Fettige, das macht sich die Industrie ja zu nutzen, die macht ja oft diese Kombination von Süßem und Fettigen oder Fettigen und Salzigen, was wir dann fast nicht mehr, da können wir fast nicht mehr aufhören, dann essen wir zu viel. Und das wäre dann auch wieder das Thema jetzt in diesem Zusammenhang mit der Reduktion. Man muss nicht unbedingt fasten, aber es ist gut, wenn wir noch mal kurz über unseren Speiseplan schauen und versuchen, saisonale Dinge einzubauen. Viel Mineralien, Nährstoffe, die uns eben zuträglich sind, einzunehmen. Und ganz einfach gesagt, das ganze Süße, das Industrielle, Verarbeitete eher versuchen zu reduzieren oder auch wegzulassen. Auch vielleicht mal eine Auszeit machen mit Alkohol, wäre auch eine Idee, um diesen Prozess, der eben natürlicherweise im Gange ist, ein bisschen Schubhilfe zu geben. Ja, wie ich vorhin schon sagte, es ist eigentlich ein wichtiges Thema, und zwar, wenn wir hier sehen, man sollte auch die Blüten der Frauen des Gartens genießen. Es ist wichtig, dass wir auch das Sinnliche nicht vergessen. Ich habe oft in der Praxis die Diskussion, sollen wir dieses Produkt nehmen zum Entgiften oder dieses, und sollten wir noch diese Diät machen oder noch die andere vielleicht, und das wäre auch noch gut. Da frage ich mich manchmal, wir sind ja nicht Maschinen, wir sind keine Roboter, wo man irgendwie eine Karte reinschiebt und dann spielen wir ein Programm ab. In unserer Gesellschaft, denke ich, sind wir gefordert, wenn wir über Entgiftung, was ja unser heutiges Thema ist, sprechen, sind wir eigentlich gefordert, eben zu reduzieren auf der einen Seite, nämlich was die ganzen Inputs angeht, was ich alles tun soll und nicht tun soll, die Menge der Nahrung beispielsweise angeht. Und wir sind auch gefordert, die Sinnlichkeit aufleben zu lassen. Gerade in dieser Jahreszeit, ich meine, wenn wir da rausgehen, da macht es Pop überall, nicht? Heute Morgen bin ich um 5 Uhr aufgestanden, habe meine Yogamatte ausgerollt, das Fenster aufgemacht und die Vögel haben so schön gesungen. Das war schon einfach per se wunderschön. Ich hätte gar kein Yoga mehr machen müssen, nur den Vögeln zu horchen. Aber wissen Sie, was ich meine? Es ist eben eine sehr sinnesbetonte eigentlich Zeit, die wir nutzen sollten. Und
Reproduktion, also die Ayurveder, die haben ein, da gibt es wirklich eine wunderschöne Abhandlung, nur über Reproduktion. Das war immer schon wichtig, das ist auch heute wichtig. Es war nicht mehr so stark in den westlichen Zivilisationen und Gesellschaften, aber in anderen Ländern ist es immer noch zentral. Und im Ayurveda gibt es wirklich eine wunderbare Anleitung, wie man sich vorbereiten soll, beispielsweise wenn man Kinder kriegen möchte. Ist sehr nahe an der Frühlingssituation. Reinigung, reduzieren und dann aufbauen. Bisschen anders wie hier jetzt im Frühling. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, das Sinnliche darf nicht verloren gehen. Wir dürfen nicht nur Kalorien zählen und schauen, ob jetzt da genau das Richtige in der richtigen Menge drin ist, sondern wir sollen uns auch erfreuen. Gehen Sie mal zum Beispiel auf den Markt im Moment. Das ist wieder wunderbar, nicht? Und lassen Sie sich von Farben, von Klängen, von Berührung, von allem Möglichen, was Ihre Sinne zulassen, lassen Sie sich inspirieren und tragen. Das, finde ich, ist ein Aspekt der Entgiftung, den wir manchmal ein bisschen außer Acht lassen. Weil, wenn Sie inspiriert sind, wenn Ihre Sinne am Leben sind, dann entgiften Sie ganz automatisch auf einer viel höheren Ebene, als wenn Sie ganz vergiftet irgendwie in der Gegend rumsteuern und das richtige Präparat suchen und nicht so boxy in der Gegend rumsteuern laufen. Also das würde ich Ihnen wirklich gerne ans Herz legen. Und dann eben, dann gibt es verschiedene Gärten und Sinnesgenüsse. Natürlich, die Sexualität spielt eine große Rolle, das wissen Sie alle, das muss ich Ihnen nicht erzählen. Und ich denke, ja, auch das ist das verändert sich im Frühling oftmals auch. Aber es ist wichtig, dass wir diesen Dingen ein bisschen Beachtung schenken und sie auch ein bisschen zelebrieren. Ich denke, gerade auch das Thema Sexualität darf zelebriert werden, indem man zum Beispiel, wir haben ja gehört vorhin mal, Salben, das kann man zwar auch alleine machen, geht auch, man kann sich selber einölen, aber es ist wunderschön, wenn man eingeölt wird. Nicht unbedingt in einem therapeutischen Setting, aber vom Partner beispielsweise. Das sind sehr stimulierende und für den ganzen Organismus unterstützende Momente, die man sich unbedingt gönnen sollte, wenn immer möglich, nicht nur im Frühling natürlich. Gut, also, ich hätte gerne mal gewusst, so ein bisschen von Ihrer Seite, was haben Sie bis anhin mitgenommen, wo hätten Sie vielleicht auch Fragen noch, spezifisch zu gewissen Aspekten dieser Thematik. Sind Sie jetzt alle so entspannt oder so irgendwie kaffig, dass Sie gar nicht mehr reden mögen? Ja, bitte. Konkret jetzt zu Hause, wenn ich jetzt diese Sachen beachte, wie kann ich mich da vorbereiten? Das würde ich gerne von Ihnen wissen. Sagen Sie mir mal, was Sie da jetzt mitgenommen haben und was Sie jetzt mit dem, was Sie gehört haben, machen würden. Einfach ganz persönlich, es muss nicht ayurvedisch sein, einfach was Sie jetzt, was würden Sie umsetzen? Das möchte ich ja genau tun. Ich möchte zum Beispiel auch mit Tage einschalten. Ja, okay. Kann ich das zu Hause einfach mal so probieren oder ist es empfehlenswert, sich dann Hilfe zu holen? Mhm. Also, die Frage ist, wie kann man ayurvedisch jetzt diesen Prozess unterstützen? Und sie hat auch gefragt, wie kann man beispielsweise Ghee einbauen? Ghee ist Butterfett. Bei uns auf Schweizerdeutsch heißt es einfach gesottene Butter. Das ist es, was es ist. Es ist einfach haltbar gemacht, indem man es köchelt und das Wasser verdampfen lässt und die Proteine rausnimmt, das Eiweiß. Es gibt immer zwei verschiedene Ansichten oder Möglichkeiten, wenn es um so Reinigungsprozeduren geht. Man kann die angeleitet machen oder man kann einfach seinem eigenen Instinkt folgen und das für sich. Im kleinen Rahmen würde ich Ihnen raten, das selber zu machen, weil Sie haben alle, das kann ich Ihnen garantieren, Sie haben eigentlich fast alle genügend Wissen,
um eine Entlastungsphase einzuleiten. Sie können das wöchentlich machen, indem dass Sie sagen, am Freitag beispielsweise trinke ich nur und mache so mal eine Entlastung. Sie können beispielsweise sagen, ich esse jeweils von abends um 18 Uhr bis mittags um 12 Uhr nichts für eine Woche. Das sind auch schon starke Entlastungsmomente. Sie können beispielsweise hingehen und sagen, ab 21 Uhr in dieser Periode von einer Woche, zwei Wochen, drei Wochen, kein Tablet mehr an, kein Handy, nichts mehr. So, das ist auch schon eine Entlastung, nicht? Dann gibt es natürlich komplexere Sachen, also wenn Sie fasten wollen beispielsweise, wenn Sie im ayurvedischen Sinne diese Panchakarma-Kuren machen möchten, Panch heißt fünf, Karma heißt fünf Wirkungen oder fünf Vorgehensweisen, dann würde ich Ihnen raten, dass Sie sich informieren bei einem ausgebildeten Ayurveda-Mediziner. Und dann können Sie es auch entweder ambulant machen, das heißt, Sie machen es zu Hause, da müssen aber wirklich gewisse Grundvoraussetzungen gegeben sein, dass man das empfehlen kann. Oder Sie gehen in eine Einrichtung, stationär nach Sri Lanka oder nach Indien oder hier in Europa, nach Deutschland, Frankreich, Italien, Schweiz und machen das zwischen, ich würde sagen, mindestens zwei Wochen, drei Wochen, gibt es euch die vier Wochen brauchen. Der Vorteil von diesen Kuren ist natürlich einfach, sie müssen sich um nichts kümmern. Und ich würde Ihnen raten, es ist ja auch eine wichtige Zeit jetzt für alle, die allergische Tendenzen haben, die chronische Erkrankungen mit sich rumschleppen. Es ist bei diesen Übergangszeiten, also Frühling, Winter-Frühling oder Frühling-Sommer und dann im Herbst wieder, ist es aus ayurvedischer Sicht ganz wichtig, diese tiefgehenden Kuren dort anzusiedeln. Und da müssen Sie aber dann in der Regel wirklich in eine Kur gehen und können das nicht selber machen. Jetzt mit der Frage zum Ghee, eben diesem Butterfett. Das können Sie in dieser Zeit gut einsetzen. Es ist einfach wichtig, dass Sie Ihren Typ B mit einbeziehen, weil sonst kann es sein, dass Sie dann zu viel oder zu wenig nehmen. Das würde ich zuerst bestimmen lassen, dass Sie das wissen, und dann kann man aufgrund dessen dann eine Aussage machen, dann können Sie das zu Hause selber durchführen. Ist das so für Sie beantwortet? Haben Sie sonst noch irgendwelche Anregungen oder Fragen? Ja? Können Sie in dem Fall sagen, was typbestimmend eher ist? Also ich weiß, dass ich ein Pitta-Typ bin. Ja. Was heißt das dann? Was wäre da sinnvoll zu machen? Also die Frage ist, Sie haben gesagt, dass Sie wissen, dass Sie ein Pitta-Typ sind. Und was wäre dann sinnvoll, in dieser Zeit als Pitta-Typ umzusetzen? Weil was mich ein bisschen verunsichert, das Saure. Ich habe jetzt gerade gedacht, dass das Saure, also eingesäuertes Gemüse zum Beispiel, dass das hilft zum Detox. Also, das sehen wir jetzt auch, oder? Wir müssen immer verstehen, dass wir oftmals in unserem schweizerischen Kontext eine Mischung machen zwischen unserem alten Wissen, was wir haben von der Naturheilkunde, was gut und was nicht so gut ist. Und manchmal mischen wir das mit dem Ayurvedischen und das geht nicht immer ganz zusammen. Nicht? Manchmal gibt es so Fragen, wo man sagt, also die sagen das und sagen, was ist es jetzt? Also auf Ihre Frage mit dem Sauren, oder? Saure Sachen würden helfen, diesen Prozess zu unterstützen. Im Ayurveda würde man sauer nicht hingeben. Jetzt in Ihrem Fall, ich gehe jetzt einfach von Ihrer Diagnose aus, das ist nicht meine, es ist Ihre. Sie sind Pitta, okay? Abgemacht. Gut. Ein Pitta-Typ muss man vor allem, wenn dann noch Pitta oder feuerrelevante Hitzezeichen da sind, auf Haut, im Darm etc., muss man sowieso mit sauren Sachen sehr vorsichtig sein, wenn nicht weglassen. Weil überlegen Sie sich mal, was macht Säure? Ganz einfach, gehen Sie nicht weit. Was macht Säure? Bitte? Wärme? Ja, was macht sie sonst noch?
In extremis, das macht Säure. Auflösen. Bitte? Auflösen. Auflösen. Brennen. Heiß. Säure ist schon gut. Brauchen wir manchmal. Und die Frage ist auch, in welchem Kontext. Wir können nicht ohne Säure sein. Säure ist wichtig. Aber wir müssen schauen, wie das zusammengeht. Also grundsätzlich würde ich sagen, bei einem Bittertyp kommt eher was anderes zum Zug. Das ist bitter. Ja? Bitter hilft uns eher, dieses Pitta etwas zu besänftigen. Aber eben, wie gesagt, ich will Ihnen hier jetzt nicht eine medizinische Aussage machen, weil ich kenne Ihren Fall nicht gut genug. Es wäre unseriös, wenn ich Ihnen da eine abschließende Aussage machen würde auf diese Frage. Gut, gibt es sonst noch welche Fragen? Ja, bitte. Ich habe eine Frage, Sie haben gesagt, im Frühling ist auch mit den Bronchien und ja. Erkältungen. Also ich leide ziemlich an Blasenentzündungen. Wie ist es mit der Blase? Ist das auch Frühling oder für eine Kur oder irgendwas? Also, ich habe ja vorhin eben gesagt, das Kapha-Thema ist eigentlich vom Magen an aufwärts. Da sind die Bronchien mit drin, es ist viel Schleim, das da gelöst werden soll in der Regel. Und wir spüren das manchmal eben auch. Es gibt manchmal im Frühling wirklich diese hartnäckigen Verschleimungen, die man fast nicht wegkriegt. Wenn man sie nicht richtig behandelt, geht es bis in den Sommer rein, je nachdem. Je nach Konstitution. Jetzt Ihre Frage war, wie es denn mit Blase ist, oder? Ist das auch ein Thema für den Frühling? Blasenentzündung, immer wiederkehrende Blasenentzündung? Ja, auf jeden Fall. Kann man auch zu dieser Zeit, kann man zu jeder Zeit angehen. Und da ist es auch halt wieder typenabhängig. Wir müssen immer gucken, welcher Typ hat eine Blasenentzündung. Und aufgrund dessen können wir therapieren. Aber generell, bei Blasenentzündungen ist es sicherlich wichtig zu schauen, was ursächlich da ist. Es gibt gewisse anatomische oder organische Verursacher. Es gibt aber eben auch vom Verhalten her Ursachen, die man angehen kann. Sei es in Bezug auf Wärme-Kälte, sich exponieren, Umgebung, das müsste man anschauen. Aber das kann man natürlich auch jetzt gut, sehr gut behandeln. Wichtig ist einfach, in der Regel bei den ganzen Blasengeschichten ist das zentrale Thema auf der einen Seite Säure. Wir müssen schauen, dass wir ein Milieu herbeiführen können in der Blasengegend, das eher neutral wirkt, weil wenn es zu sauer ist, dann haben wir immer wieder diese Reizungen. Und auf der anderen Seite ist es wichtig, dass Wärme auch da ist. Es gibt aber eben noch gerade halt die hormonelle Komponente, die man auch noch mit einbeziehen muss. Da muss man je nachdem noch etwas geben, was dort etwas balancierend wirkt. Nicht? Ist es für Sie so für den Moment ausreichend? Gibt es sonst noch irgendwelche Fragen oder Ideen? Ja, bitte. Bitte? Die Schriften da, ja. Hat er erwähnt, also Weizen, Gerste, Weizen, ja. Und dann Fleisch. Ja. Was isst man sonst noch? Das ja, sehen Sie, ha? Ja, also genau, in den alten Schriften, und das ist lustig bei diesen wirklich alten Schriften, wenn man die manchmal liest, denkt man, hä? Was ist jetzt genau los? Oder? Habe ich was verpasst? Oder? Nein. Wir müssen natürlich verstehen, das ist, wenn Sie die Bibel lesen, nicht? Kontext ist ein bisschen ein anderer, als in dem wir jetzt drinstecken. Und die Ernährungssituation war eine ganz andere insgesamt. Aber doch ist es immer wieder spannend zu sehen, wie viel Relevanz in diesen alten Texten auch noch im 21. Jahrhundert steckt. Aber klar, also ich nehme das auf, ich würde jetzt auch nicht eine Fleisch-Gersten-Weizen-Diät empfehlen. Aber ich würde Ihnen eine Diät empfehlen, die eben insgesamt entlastend ist. Und das ist nicht für alle dasselbe. Das muss man ganz klar sehen. Das ist wirklich sehr typenabhängig. Wir sehen zum Beispiel auch Fasten. Die Menschen, die einen hohen Vata, also Windanteil haben, die sollten in der Regel
wenn überhaupt, nur unter Aufsicht fasten oder lieber gar nicht. Oder nur ganz kurzzeitig. Weil bei denen kann das zu einer ganz starken Abfall von Energie führen. Hingegen Menschen, die viel Erdenergie haben, Erddosha haben, die können das gut prestieren. Ich kenne solche, die würden am liebsten das ganze Jahr fasten. Die kommen fast nicht mehr aus dem Fastenmodus raus. Nicht? So, man muss das wirklich anpassen. Und das ist mir wirklich ein Anliegen, dass wenn Sie Fragen haben zu diesen Themen, gehen Sie zu jemandem, der ausgebildet ist, weil Sie können sich nicht selber diagnostizieren, das kann ich Ihnen sagen. Und Sie können sich auch schlecht über irgendein Buch nachher therapieren. Sie kriegen zwar eine Grundidee, wie das funktionieren könnte, aber ich würde Ihnen abraten davon, nachher einfach selber die eigenen Schlüsse zu ziehen. Weil was passiert bei solchen Konzepten, wie jetzt auch dieses Dosha-Konzept, wenn da ein Katalog ist von 30 Fragen und Sie sich ein bisschen die Thematik eingelesen haben, dann haben Sie schon ein bisschen ein Bild, wo Sie hin möchten. Die einen möchten ein bisschen mehr Pitta sein, die anderen finden, ja, ein bisschen Kaffee würde mir auch gut tun, und die Dritten finden, nein, warte, ist schon noch bisschen wenig da. Und wenn Sie das nachher ausfüllen, dann belügen Sie sich eigentlich durch die ganzen 30 Fragen hindurch tendenziell immer ein bisschen. Sie schummeln immer ein bisschen. Und ich würde Ihnen wirklich raten, das so mal zu machen, wenn Sie Lust haben, um ein bisschen Inspiration zu holen. Aber wenn Sie ein gesundheitliches Anliegen haben oder eben mal eine richtige Ausleitung machen wollen in diesem Sinne, dann gehen Sie zu jemandem, der Sie beraten kann und Sie auch durch diese Phase durchbegleiten kann. Gut. Jetzt würde ich mich grundsätzlich mal bedanken bei Ihnen. Wir haben aber immer noch ein paar Minuten Zeit. Nein, stimmt nicht. Noch wie viel? Noch ein paar Sekunden. Das steht bei mir. Wenn Sie noch was haben, können Sie es gerne noch anbringen. Ansonsten händige ich Ihnen gerne dieses Formular aus hier, respektive diesen Write-up, den ich gemacht habe, zusammen mit meinem Team. Da ist, sind ein paar Sachen drin von hier, sind aber auch andere Sachen noch drin, kleine Einleitung. Hinten haben wir Ihnen noch eine schöne Detox-Brühe aufgeschrieben. Kann ich Ihnen wirklich empfehlen, die ist einfach saumäßig lecker. Machen Sie aber wirklich etwas. Kochen Sie die richtig lang, und zwar kochen heißt simmern, köcheln, auf ganz tiefer Stufe ziehen lassen. Ich kann Ihnen sagen, es gibt eine Suppe, das ist einfach nur herrlich. Das erweckt alle Ihre Sinne. Und in diesem Sinne, ja, viel Spaß, ein guter, und schauen Sie gut auf Ihre Gesundheit. Danke.